Paradox Interactive und Hemimond Games präsentieren euch. Okay, ich hätte gedacht, dass es vielleicht im Hauptbildschirm irgendwie steht, aber gut, dann nenne ich euch den Titel natürlich. Es handelt sich um Surviving Mars. Ihr seht es im Hintergrund schon. Es ist eigentlich unverkennbar, der Mars. Ja, es geht um die Kolonisierung des Mars. Ja, das ist einfach mal das, worum es in diesem Spiel geht, das Grundelement. Warum spielen wir dieses Spiel? Wir wollen den Mars kolonisieren. Ja, das ist das Ding. Und was kann man über das Spiel sagen? Ich persönlich habe überhaupt gar keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich habe mich null spoilern lassen. Ja, ich weiß nicht, ob sich dieses Spiel eher an dem inoffiziellen Vorgänger. Man kann es nicht Vorgänger nennen, aber das letzte Spiel von Paradox und Hemimond war Cities Skylines, eine klassische Aufbausimulation. Irgendwie fühlt es sich für mich so ein bisschen an wie, also wenn ich jetzt hier im Bildschirm bin und die Aufgabe vor Augen habe, den Mars zu besiedeln, dann fühlt es sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus City Skylines, also Städtebau, und zum Beispiel Rimworld, wo wir ja eine Kolonie gründen auf einem fremden Planeten. Gut, da war es vielleicht jetzt nicht fremd, aber die Atmosphäre ist natürlich sehr, sehr lebensfeindlich. Und da bin ich doch mal sehr, sehr gespannt, mit welchen Games sich dieses Spiel vergleichen lässt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sich dieses Spiel auf jeden Fall als schwer betiteln lässt. Es soll wohl relativ hart sein. Es soll schwer sein. Und jetzt nicht so ein Spiel, wo man alles vorgekaut bekommt und es mega easy zu handeln ist. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, was uns hier heute erwartet. Ich weiß noch nicht, wie lange dieses... Ich kann nichts sagen. Ich kann nicht sagen, wird es ein langes Let's Play, wird es ein Let's Play, wird es ein Let's Test. Ich habe wieder mal gar keine Ahnung. Und ihr merkt schon, dass ich so ein bisschen ruhiger klinge. Das liegt ganz einfach daran, dass das Spiel heute rauskam. Ich kam sehr spät von der Arbeit, das heißt, wir haben gerade... Wie können wir mal auf die Uhr gucken hier? Wir haben gerade 11:30 nachts, also abends, bin gerade von der Arbeit gekommen und habe aber Bock jetzt einfach, weil das eben released wurde, noch zu zocken und euch für Freitag eine Folge zu bringen. Nur für euch, ihr wisst es. Ich liebe euch. Ich habe natürlich auch selber mega Bock auf dieses Spiel und da halt alles um mich rum schon schläft, schreie ich jetzt hier nicht durch die Gegend, wie ihr es von mir gewohnt seid. Ich hoffe, dass das Spiel mir jetzt nicht hier irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, indem es mich jetzt zu Weißglut treibt. I hope so. Also, wie gesagt, Surviving Mars. Wir gucken uns das mal an. Ich habe keine Ahnung, deswegen klicke ich jetzt hier auf leichtes Spiel und nicht auf neues Spiel. Denn das ist das Einzige, was für mich Sinn macht, um überhaupt mal erstmal hier reinzukommen. Ja, machen wir das. Wir klicken auf leichtes Spiel und schauen mal, was uns hier heute erwartet. Ich bin mehr als gespannt. Ich habe mehr als Bock. Ja, ich bin freudig erregt, möchte man fast sagen. Welcome to Mars. Okay, da heißt uns schon mal jemand willkommen. Einsatzleitung, Log Nummer 1. Willkommen auf dem Mars. Die Einsatzleitung kann es kaum erwarten, dass die Rakete landet und ihre wertvolle Fracht auslädt. Die Drohnen und Rover, unsere ferngesteuerten Augen und Hände auf dem roten Planeten. Unser Ziel ist es, für die Menschheit Fuß zu fassen, indem wir die erste Marskuppel errichten. Dieses beängstigende Bestreben wird es mutigen Pionieren, den Gründern, ermöglichen, sich auf dem Mars anzusiedeln und zu beweisen, dass die Kolonie eine Zukunft hat. Aber bis es soweit ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Kolonie genug Bauressourcen, Wasser, Sauerstoff und Strom hat. Okay, Missionssponsor, internationale Mars-Mission, Kommandantenprofil, Raketenwissenschaftler. Okay, hier stehen schon irgendwelche Sachen. Erforschung, wähle einen Sektor aus, der gescannt werden soll. Keine aktive Forschung, wähle eine Technologie zum Erforschen. Sektor B8 gescannt, 634 irgendwas, 132 irgendwas. Leute, ich habe wieder keine Ahnung. Kann es sein, dass wir uns jetzt hier ein Gebiet aussuchen müssen, in dem wir landen? So ein bisschen wie bei Rimworld? Es sieht mir fast danach aus. So, das hier ist D, das hier wird C sein. Genau, das hier sind die A, B, C, D bis J. Und dann geht es hier halt hoch
mit 2, 3, 4, 5 und 9. Das hier ist J9, dann dementsprechend ist das hier A0. Richtig. Ja, kein Plan. Also, hier steht's ja auch. Lass uns einen Landeplatz für die Rakete festlegen. Ein vielversprechendes Gebiet wurde bereits auf Ressourcen gescannt. Wähle die Rakete über das hervorgehende Symbol des Bildschirms aus. Okay. Ja, ja. Ist ja schön. Aber jetzt gucke ich erstmal. Mit Beton und Metall. Ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht. Es bringt mir nichts zu wissen, was für Ressourcen da sind. Ganz einfach, weil ich nicht weiß, was man braucht. Aber guck mal, hier ist zum Beispiel auch Wasser. Hohe Wahrscheinlichkeit, Metalle. Ja, Leute, ich habe keinen Plan, wirklich jetzt mal. Oh, was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Kooperation 1, bereit zur Landung, Nutzlast. Ferngesteuerter Rover, Erkunder, Transporter, Drohnen, Drohnenhub, Feuchtigkeitsvaporator, Stirling-Generatoren. Irgendwelche Sachen hier. Hä? Anomaly found. Jetzt habe ich einfach eins genommen. Kann ich das wieder rückgängig machen? Bebaubares Gebiet 89%. Beton 1715. Metalle. Okay, jetzt wissen wir wenigstens schon mal, was das ist. Beton und Metalle. Okay. Was kann ich jetzt hier machen? Verstehe ich nicht. Linke Maustaste wählen wir die Rakete aus und landen sie. Aber was mache ich jetzt hier, wenn ich hier drauf drücke, um eine Beton einzusetzen, um diesen Sektor zu scannen? Wie viele habe ich denn zur Verfügung? Ist die Frage. Milestone noch eine. Achieved. Kann das sein? Aha. Okay, jetzt habe ich keine mehr zur Verfügung. Gut. Das heißt, wir haben jetzt 4 so eine Gebiete hier erkundet und sehen halt, wie viel jetzt genau da verfügbar ist. Das ist, glaube ich, einfach mal der Sinn dahinter. Und hier hat er jetzt rausgefunden, dass da, wo vorher Wasser stand, scheint überhaupt kein Wasser zu sein jetzt offensichtlich. Also würde ich sagen, wir nehmen einfach mal das, weil hier ist großes bebaubares Gebiet. Wir haben Beton, wir haben Metalle. Hier haben wir eigentlich nur Wasser, massig Wasser und Beton, keine Metalle. Hier haben wir noch bebaubares Gebiet. Was diese Zeichen hier bedeuten, weiß ich jetzt wie gesagt nicht. Da ist irgendwas eingeschlagen gerade. So, wir nehmen jetzt mal... Aber was? Warum lenkt er mich hier hin? Hier will ich doch gar nicht hin. Das verstehe ich jetzt nicht genau. Wo ist denn jetzt das Gebiet, was ich gerade erkundet habe? Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist sehr strange. Scheiße, wo waren wir jetzt eben? Da waren wir hier. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hier einfach landen, ey. Was soll's? Hier sind irgendwelche Sachen, irgendwelche Objekte. So, da kommt jetzt unsere Rocket. Sektor E3 gescannt. Keine Ressourcen auf dem Mars. Wasser gefunden. Ja. Keine aktive Forschung, wissen wir. Hier ist ein Schlüssel, der da rumliegt. wir haben Sol 1. So, Kamerasteuerung, WASD, wissen wir. Näher ran scrollen, alles klar. Hier, guck mal, da kommt er. Der kleine Mensch. Der kleine Mensch, da kommt er raus. So. Hier sind jetzt verschiedene Fahrzeuge offensichtlich. Das ist der Erkunder, der Rover und der Transporter. Oder sind auch. Hier sind die Mannequins. Da sind kleine Mannequins. Die Drohnen. Ich weiß nicht, was die jetzt machen hier. Keine Ahnung. Verwende die Schaltflächen in der Infotafel, um Befehle zu erteilen. Okay. Ja, rechts ist einfach ganz normal steuern. Ja. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel Erkunder. Der wird jetzt hier natürlich rumfahren und erkunden am besten. Ich bin gerade im StarCraft-Modus und versuche mich schon Wegpunkte zu setzen. Und allein, das bringt natürlich nichts, weil er nicht kann. Aber ich habe jetzt hier auch keine wirkliche Tafel, was der alles machen kann, oder? Der kann bewegen, kann er sich.
Er kann ein Stromkabel auswählen, ein anderes Fahrzeug, um die Batterien aufzuladen. Und er kann Sachen aus... Oder man kann ihn selber ausschlachten, okay? Gut. So, und er hier, der Rover, dient als mobile Basis für deine Drohnen. Er kann mit der bewegenden Infotafel bewegt werden. Ja klar, der wird genauso bewegt, hat aber andere Fähigkeiten. Er kann ebenso sich bewegen, er kann die Drohnen zurückrufen. Er kann, er kann sich wieder aufladen, klar. Und man kann ihn auch ausschlachten. Und die Drohnen folgen diesem Ding jetzt hier. Und die Drohnen selber einem Hub oder einem Rover einer Rakete zuweisen. Klar, das können wir machen. Also die sind jetzt natürlich hier ihm zugewiesen. Ich kann keinen Kasten ziehen. Und dann sieht man halt, wenn man anklickt, was wem zugewiesen ist. Hier sind auch 6 kleine Drohnen ihm hier zugewiesen und er, der ferngesteuerte Transporter, kann das nicht, aber der kann Sachen auch, Ressourcen einladen oder entladen. Hier zum Beispiel das hier vielleicht. Boah, was tut er? Was ist es überhaupt? Ist es Beton? Wie lange dauert das jetzt? Permanente Gebäude werden von Drohnen errichtet. Öffne das Baumenü mit rechts. Oder B, wähle Gebäude, das platziert ist. In dem Stelle vorgeschlagen, aber ein großer Solarkollektor erzeugt Strom. Ja, das ist natürlich mal gut, das brauchen wir. Warte mal, also. Pass mal auf hier. Aber Rechtsklick stimmt doch nicht. Wo sind jetzt die Gebäude? Verstehe ich jetzt nicht, genau. Kapazität, der hat. Der. Ach, das sind Metalle. Das sind Metalle. Aber ich verstehe jetzt nicht. Okay, Spieltempo habe ich verstanden. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie ich was baue tatsächlich. Was passiert, wenn der Erkunder hier drauf fährt? So, er saugt hier die Metalle an. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Batterie. Transporter umbenennen. Angeheftet. Aufgeladene Ressourcen. Aber das hier stimmt doch nicht. Gebäude werden von Drohnen errichtet. Öffne das Baumenü mit rechts. Oder B. Ja, ich habe die Drohnen. Ich drücke rechts. Ach, doch, da geht's. Okay. Pass auf, da ist es. Aufladestation, Tunnel ausschlachten. Sensorturm. Ja, aber ein großer Solar. Kollektor habe ich doch gar nicht. Ich habe keinen großen Solarsektor, oder? Doch. Hier. Da. Solarkollektor. Okay. Braucht nicht so viel Platz. Ja, machen wir einfach mal hier hin. Ah, bitte. Und er ist jetzt hier. Weiß ich nicht, was das hier ist. Anomalie. Wir verzeichnen in dieser Position anormale Messwerte. Ein Ferngesteuerkunde kann diese Anomalie analysieren. Ja, wie macht er das jetzt? Ah, der macht er schon. Macht er. Sehr gut. Ah, langsam kommen wir da der Sache hier näher. Hier, das wird jetzt gebaut. Baufortschritt, Metalle 0 von 1. Das heißt, der braucht Metalle. Hier, der hat doch Metalle. Was bringt er denn jetzt hier? Der hat auch ein Metall. Hat er sich direkt geholt, offensichtlich, automatisch. Das ist natürlich gut. Dann baut er jetzt hier so richtige Sonnenkollektoren hier. Sehr schön. Da ist er. Und der erzeugt jetzt nichts. Erzeugt nichts, weil, warum nicht? Nutze, ja, okay, das habe ich doch jetzt, Pause habe ich doch verstanden jetzt. Aber was bedeutet das jetzt hier? Das ist wieder kein Tipp. Okay, warte, zurück, nein. Aber hier ist jetzt kein Tipp, warum das jetzt nicht... Ein, ausschalten, jetzt ist er ausgeschaltet, jetzt ist er eingeschaltet. Priorität ändern. Ausschlachten wollen wir nicht. Wartung anfordern. Es kann aber sein, dass er gerade nichts produziert, weil es Nacht ist. Kann das irgendwie sein? Muss mit dem Stromverbraucher... Ach so, der muss verbunden werden. Ja, klar, macht irgendwie Sinn. Gucken wir mal, was sollten wir denn jetzt bauen? Also, ich habe keine Ahnung. Kollektor, großer Solar. Hier gibt es auch noch einen groß. Können wir auch noch bauen. Hallo, was soll's? Machen das jetzt mehrere?
Universallager. Drohnen horten allerlei Ressourcen in einem Universallager. Du solltest in der Nähe jedes Außenposten ein Lager platzieren. Außerdem kannst du spezielle Lager für Ressourcen einer bestimmten Art errichten. Okay, wie? Produktion, Lager. Universallager. Hier ist das Universallager. Der hat schon 15 Metalle drin. Von 30. Keine Ahnung, wo er es dann hinbringt. Auf jeden Fall bringen die jetzt hier auch Metalle. Oberflächenvorkommen können mit Hilfe von Drohnen abgebaut werden. Sie sammeln automatisch Ressourcen und transportieren sie dorthin, wo sie benötigt werden. Ressourcen können in Lagern gehortet oder in großen Mengen von ferngesteuerten Transportern transportiert werden. Das macht er hier gerade. Die Anomalie wurde analysiert. Was bedeutet das jetzt? Neue Technologien können erforscht werden. There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. Aha. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Okay. Ich lese jetzt hier nicht alles vor. Effekt, die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige. Extraktoren. Extraktorenverstärkung. Live vom Mars. Okay. Ach, die Jemini. Also wir haben hier einen richtigen Forschungsbaum. Und da können wir jetzt aussuchen zwischen Biotech, Ingenieurwesen, Robotik, Physik und Sozial. Ich bin ja gerade mal für... Boah. Also das weiß ich nicht, was jetzt hier wichtig ist tatsächlich. Warum? Was ist das denn hier? CO2-Düsenantrieb. Neues Gebäude, Shuttle Hub. Beherbergt und betankt Shuttles, die Langstreckentransporte von Ressourcen und Kolonisten zwischen Lagern bzw. Kuppeln durchführen. Sie einfach die auf Luft basierenden Düsenantrieb so anzupassen, dass er zu 95 Sekunden bestimmte Atmosphäre im Markt. Warum ist das schon erforscht? Nicht sicher. Forschungskosten 1000. Wo sehe ich, was ich habe? Ich habe nur. Wir kriegen Forschung pro Soll, also pro Tag, 300. Verfügbare Geldmittel 25.690. Hier steht aber, dass wir... Das braucht ja alles 1000. Braucht alles 1000, haben wir nicht. Aber es kommt wahrscheinlich darauf an, dass wir das dann nach Forschung einreihen. Upgrade für Feuchtigkeitsvaporatoren. Wassererzeugung um 50% erhöht. Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Das finde ich ist ganz sinnvoll. Wir reihen die jetzt mal ein. Das wird aber jetzt erst gemacht, wenn wir hier die 1000 erreicht haben, bin ich mir sicher. Ist das jetzt Auslagen? Im Gegensatz zu Geldmittel von 200 erhältst du als externer Forscher den nächsten 5 Solls 1000. Nee, ich weiß nicht, wie wertvoll Geld ist. Das weiß ich halt noch nicht. Deswegen lassen wir das erstmal. So, aber es wird natürlich auch bald... Wir haben jetzt Zoll 2. Solarzeit. Hier haben wir die Drohnenkapazität momentan. Forschung, da waren wir gerade drin. Wir müssten ja jetzt... Nee, jetzt wahrscheinlich... Am ersten Tag hatten wir noch nichts und jetzt... Oh, je, nee. Eieiei, gibt's viel zu forschen. Nachschub. Kartenübersicht. Baumenü. Ach, wir sind jetzt hier oben, okay. Was heißt Nachschub? Wachkapazität 77.000 Kilo, Nachschubmenü. Wähle eine Lastrakete aus und belade sie mit gewünschten Vorräten, bis die Kapazität erreicht oder für genügend Geldmittel aufgebaut ist. Du solltest sorgfältig planen, da nur die beschränkte Zahl Raketen zu finden. Ja, das war ja jetzt noch nicht. Das mach ich doch jetzt nicht. Jetzt doch nicht. Zurück. Baumenü. Nein. Nein. Wie komme ich denn... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich sehe, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Wieso bin ich jetzt hier und was soll das? Ich möchte hier wieder hin. Ah, okay. Ja, hier, guck mal, das ist fertig. Aber wir haben nichts, was es abnimmt, den Strom. Ach, guck mal. Die holen jetzt hier Sachen ran. Und zwar
hauptsächlich Metalle, Polymere, elektronische Geräte, Maschinenteile. Warum sind hier Maschinenteile? Keine Ahnung. Oder nein, die holen sie hier raus. Die holen sie hier raus. Okay. Okay. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht weiß, was das Ziel ist. Wir gucken jetzt mal, was wir noch so bauen können. Also, wir haben auf jeden Fall Strom. Wir haben Infrastruktur, Drohnenhub. Das Drohnenhub ist was? Kontrolliert Drohnen und teilt ihnen unterschiedliche Aufgaben zu. Lädt die Batterien von Drohnen wieder auf. Sensorturm erhöht die Scan-Geschwindigkeit, besonders bei nahen Sektoren. Erhöht die Vorwarnzeit für Katastrophen. Okay. Shuttle Hub, Dienstunterbringung und Auftanken Shuttles. Was ist das? Tunnel. Ausschlachten, ja. Okay. Lager haben wir, da gibt es natürlich noch verschiedene Sachen. Momentan haben wir ein Universallager. Die Frage, die ich mir stelle, kann ich das auch vergrößern? Also jetzt mal Lagereinstellungen, Standardmaterial, das häufig zum Bau zur Wartung Gründe. Lager deaktivieren, nein, ist alles in Ordnung. Aber ich ralle jetzt noch nicht genau, was mein Ziel ist. Also so ein perfektes Tutorial ist das jetzt nicht. Hauptmenü, Radio, Meilensteine, Kolonieübersicht. Tja. Ich weiß echt nicht, was ich hier bauen soll jetzt. Lebenserhaltung. Moxie. Was ist denn ein Moxie? Erzeugt Sauerstoff. Aber ich kann ja nicht Sauerstoff produzieren, ohne keine Kabelverbindung. Okay, also wird es auch Kabel geben, oder was? Windrad? Stirling-Generator? Was heißt die 2 darunter? Verfügbar Gefertigbauten. Davon haben wir 2 Stück, oder was? Aha. Ja. Stromschalter, Stromkabel. Ich mache mal hier ein Kabel durch, hier hinten hin. Mal sehen, weil ich, wenn ich jetzt kurz zum Beispiel Drohnen habe, haben wir ja eins zur Verfügung. Keine Kabelverbindung und hier steht dann nämlich nicht genug Strom. Warum? Ist es, weil das Kabel noch nicht fertig ist oder weil ich nicht genug produziere? Aber langsam kommen wir doch der Sache hier näher. Aber die bauen irgendwie das Kabel nicht, kann das sein? Oder ist das schon direkt? Ist das schon direkt? Nee, das muss schon noch gebaut werden. Aber sie tun es irgendwie nicht. Doch, da machen sie es. Ah, jetzt sieht's gut aus. So können wir die auch nur beschleunigen hier. Ja, Leute, ey. So. Und wenn ich jetzt sage, hier zum Beispiel Drohnen-Hub, kontrolliert Drohnen, teilt ihnen unterschiedliche Aufgaben zu. Haben wir denn schon einen Drohnen-Hub? Nee, oder? Das hier ist ja nur unsere Rakete. Hier sagt er mir nichts, hier kann man es hinbauen. So, dann haben wir einen Drohnenhub. So, dann brauchen wir natürlich auch noch eine Aufladestation. Kosten ein Metall. Und das muss wirklich direkt an so einem Kabel liegen. Okay. Krass. Die sagen immer noch, die hätten keinen Abnehmer. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die jetzt noch nicht fertig sind, die Gebäude hier. Aber die holen jetzt die Sachen dafür und werden langsam bauen. Da ist es. So. Drohne zerlegen. Priorität. Ich weiß nicht, was das mit der Priorität hier auf sich haben soll.
letztlich. Und jetzt auch die Zeichen hier weg, dass wir keinen Abnehmer mehr hätten. Drohnenhub. Aktueller Schaden, Drohnenlast gering. Mhm. Und hier ein Sensorturm. Den brauche ich aber, glaube ich, jetzt mal nicht. Das brauche ich auch nicht. Den Tunnel auch nicht. Ich würde ja gerne mal eine Kuppel bauen. Standardkuppel. Ein kleines Kuppeldesign für das Anfangsstadium der Kolonie. Überdeckt das Vorkommen. Das steht überall, oder was? Unerforschter Sektor. Welches Vorkommen überdeckt ist denn? Was ist das hier eigentlich? Vorgeschlagenes Gebäude. Aha. Betonextraktor. Ja, das ist doch mal nochmal ein Hinweis. Hier. Da ist er doch. Dann bauen wir den doch mal. So. Dann müssen wir mal ein Kabel bauen. Offensichtlich. Mhm. So. Was ist denn jetzt? Wieso habt ihr zu wenig Energie oder was? Wo steht denn, wie viel Strom der verbraucht? Gesamtbedarf 3,2. Gesamtbedarf 3,2. Was stellst du her? Natürlich 0. Ist es, weil es Nacht ist oder was? Höchstwahrscheinlich. Dann brauche ich vielleicht noch ein Windrad. Ja, ein Windrad jetzt noch. Ohne Strom bringt natürlich nichts. Und ja, ich weiß, ich habe wahrscheinlich jetzt hier Gebäude gebaut, die überhaupt nicht notwendig sind. Aber ich muss mich auch mal rantasten hier. Das ist halt so, wenn man blind spielt, liebe Freunde. Da kann ich ja auch nichts für. Aber dafür lerne ich ja. Habt ihr mal die erste Folge Planet Coaster geguckt von mir? Da werdet ihr auch Augen machen. Ihr wisst nicht mal, wie man eine scheiß Warteschlange platziert. Wobei das damals auch noch anders ging. Ah, und hier werde ich vielleicht ja auch mal ganz gut. Irgendwann. Sehen. So, jetzt baut er mal hier jetzt. Komm. Bau mal das Stromkabel. Dankeschön. Und dann baut jetzt mal hier den. Was braucht denn der überhaupt? Da. Jetzt wird er gebaut. Der gute Betonextraktor. Es ist noch zu früh für eine Kuppel. Es wäre eine gute Idee, zuerst einen Sauerstoff- und Wasservorrat anzulegen, bevor du eine Kuppel errichtest. Du kannst dann auch jederzeit abbrechen. Ja, ich hab sie aber doch noch gar nicht in Auftrag gegeben. Ist doch alles gut. Regt euch doch nicht direkt auf hier. Was machen die eigentlich hier? Was macht dieser Rover da? Ah, guck mal, der ist jetzt fertig. Hat aber nicht genug Strom. Das bedeutet ein, aus, ein. Erste Schicht. Zweite Schicht. Arbeitet nur während der aktiven Schichten. Ach so. Ach du Jemine, jetzt können wir ja auch noch Schichten einteilen. Was ist das denn für eine krasse Scheiße? Der arbeitet durch. Hallo? Leute, wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Gesamtbedarf 8,2. Warnung, nicht genug Strom. Ja, das sehe ich, aber ich versuche jetzt durch das Windrad hier ein bisschen was zu erlangen, wenn das denn mal gebaut wird. Ich weiß halt nicht, ob ich Beton habe. Ich glaube, ich habe überhaupt keinen Beton. Deswegen kann das nicht gebaut werden. Ist das richtig? Ach, du Jemine. Das hier kostet nämlich Beton und diese hier kosten keinen Beton. Dann baue ich noch eins hiervon. So. Wäre ich blöd hier. Aber der funktioniert gerade. Der funktioniert jetzt, weil Tag ist. Was stelle ich denn jetzt her hier? Stündliche Produktion 7 insgesamt. Der 2 und der 5. Aber Gesamtbedarf ist bei 8,2. Die hier brauchen beide 3,2 und der braucht 5. Kommt hin. Und der funktioniert deswegen nicht. Der Drohnen-Hub. Aber ich glaube, ich brauche den überhaupt nicht. Der ist vollkommen irrelevant. Aber guck mal, wir haben hier schon ein bisschen Beton jetzt. Und der wird natürlich dann hier auch gebraucht. Eins wurde schon rübergebracht. Ja, das finde ich gut. Das macht mir Spaß. Leute, das macht mir Spaß. Ich weiß nicht, wo wir die Maschinenteile jetzt her haben. Die haben wir wahrscheinlich wirklich aus unserer
aus unserer Rakete, wo jetzt noch Tanke drin ist? Oder was? Und sammle Exportgüter. Oder muss ich das wieder voll machen? Sieht so aus. Warte, aus Betanken steht da nämlich. Tja. Also der hier rollt sich hier einen Ast und holt sich hier dann seinen Beton, während der dann hier hingebracht wird. Zwei sind schon da. Da kommt das nächste. Zack. Drei. Komm, guck mal, hier gehen wirklich die Drohnen auch mal rein. Also die brauchen wirklich dann auch mal irgendwann Energie. Also das war nicht so dumm, das Ding hier zu bauen, aber das hier... Drohnen hab, weiß ich nicht, wofür das da ist, weil letztlich, wie viele Drohnen habe ich jetzt? 14. Also das Drohnen hab baue ich, wenn ich zu wenig habe, wahrscheinlich. Bringt dann 4 neue Drohnen, die ich aber jetzt gar nicht brauchte in der Theorie, weil wir ja sowieso genug hatten. So, jetzt ist aber hier das Teil fertig und das, boah, 7,7 hier, Erhebungsbonus. Also die sollte man weiter oben bauen, nach Möglichkeit. Krasses Teil, ey. Das haut hier mal ordentlich Energie raus. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Energie. Gesteinsabfälle. Deine Extraktoren erzeugen Gesteinsabfälle als Nebenprodukt. Können auf Mülldeponien gelagert werden oder in der Nähe von Extraktoren entsorgt werden. Die Produktion der Extraktoren wird vorübergehend angehalten, wenn nicht genug Drohnen zum Abtransport der Gesteinsabfälle zur Verfügung stehen. Versteht? Da. Okay. Ja, liebe Freunde, das werden wir aber in der nächsten Folge eruieren, wie das mit den Gesteinsabfällen funktioniert. Denn wir sind jetzt schon 31 Minuten, knapp 32 Minuten dran. Das reicht für die erste Folge. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf dieses Spiel. Ihr seid mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen erkunden. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, macht es gut. Es wird wahrscheinlich 2 Folgen die Woche geben momentan. Auch wenn die Woche schon sehr voll ist und ich noch nicht weiß, wie ich das alles aufnehmen soll. Aber ich habe Bock auf das Spiel. Zur Not wird dann irgendwas anderes weichen müssen, wenn es nicht klappt. Aber ich hoffe, es klappt. Ich sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Surviving Mars. Euer Brilli.